Jonah! Lara! Ich muss dir so viel erzählen, aber ich... Warst du beim Grab des Propheten? Ja, aber ich wurde verfolgt. Was? Von wem? Sie nennen sich selbst Trinity. Sie wollten mich ausschalten. Was zum Teufel ist hier los? Du machst mir langsam Angst. Das Grab war leer. Aber ich glaube, sie wollten die göttliche Quelle. Das Artefakt, das dein Vater gesucht hat? Da ist noch mehr. Da war dieses Symbol im Grab. Ich wusste, dass ich es kenne. Es hat mich verrückt gemacht. Dann fiel es mir ein. Es steht hier drin. In einem von Dads Büchern. Hör dir das an. Die verlorene Stadt Kitesh verschwand angeblich in Sibirien irgendwann im 12. Jahrhundert. Legenden nach soll die Stadt direkt vor der Invasion der Mongolen in einem See versunken sein. Und die Verbindung zum Prophetenartefakt? Das gleiche Symbol. Lara. Wenn die göttliche Quelle in den Ruinen von Kitesh ist und auf ihre Entdeckung wartet, muss ich dahin. Nach Sibirien? Ist das ein Witz? Überleg doch, wenn dieses Ding wirklich das Geheimnis der Unsterblichkeit lüftet, das würde alles verändern. Krankheit, Leiden, Tod, vorbei. Hörst du dir eigentlich selbst zu? Jonah, wir haben schon so viel durchgemacht. Du weißt, da draußen gibt's mehr. Es könnte wahr sein. Das ist mir völlig egal. Ich habe zu viele Freunde verloren. Ich will dich nicht auch verlieren. Dad kam nie auf die Verbindung zu Kitesh. Er hat hierfür alles geopfert. Einschließlich dich. Hör auf, dir an allem die Schuld zu geben. Es war seine Entscheidung. Ich kann ihn nicht aufgeben. Nicht jetzt. Ich habe nur das. Das stimmt nicht. Und wenn du mal 5 Minuten Pause machst, siehst du das vielleicht. Jonah. Scheiße, Lara. Was machen wir jetzt? Ich habe sie hingeführt, Jonah. Wenn es die göttliche Quelle gibt, müssen wir sie zuerst finden. Sibirien, wir kommen. Lara, bist du da? Ich bin in Sicherheit. Jonah? Jonah, wenn du mich hörst, kehr um. Bitte such nicht nach mir. Ich muss das alleine schaffen. Schutz suchen. Ein kaltes Willkommen, das kann man so sagen.
bewegen. Komm schon, du schaffst das. Mach schon. Ein altes Camp. Feuer, Sammelmaterial für Feuer und einen Unterschlupf. Okay. Okay, das könnte gehen. Nicht genug für die Nacht. Ich muss mehr sammeln. Mal da noch. Atir. Erstickungsmittel. Frisch. Kein Fleisch, aber vielleicht irgendwas Nützliches. Auf jeden Fall Wölfe in der Nähe. Zurück zum Camp. Unsere Leute durchkämmen die Ruinen in den Bergen. Falls das Artefakt hier ist, finden wir es. Was ist mit den Verbliebenen? Sie leisten weiterhin Widerstand. Aber wir werden die Situation bald unter Kontrolle haben. Gut. Trinity vertraut ihnen. Trinity. Neue Waffe, provisorischer Langbogen. Ja, er ist wirklich sehr provisorisch. So vertraut. Als würde ich einem alten Feind begegnen. Er will mich vernichten. Er will, dass ich mich hinlege und sterbe. Werde ich aber nicht. Ich kann nicht. Es ist etwas hier. Es muss so sein. Sonst wäre Trinity nicht in dieser Schneehölle. Ich hoffe nur, Jonah geht es gut. Dass er hier weggekommen ist. Ich konnte nicht riskieren, ihn bei mir zu haben. Nicht nochmal. Der Schmerz, ihn zu verlieren. Er wäre nicht zu ertragen. Das ist mein Weg. Ganz allein. Okay. Ändern Sie Laras Kleidung, damit sie besser für Ihr Abenteuer gerüstet ist. Mehrere Outfits sind verfügbar und werden beim Fortschreiten im Spiel und durch Abschließen bestimmter Missionen freigeschaltet. Manche Outfits verleihen beim Tragen Gameplay-Vorteile. Wechseln Sie Outfits im Basislager, indem Sie mit Waffenmenü L1 und R1 zur Kleidungskategorie wechseln. Okay. Upgrades verfügbar. Verstärkte Wurfarm. Ja gut, wir haben ja nur eins. Dann nehme ich das. So, Axt. Und dann haben wir Waffenwechsel. Im Waffenmenü können Sie zwischen verschiedenen Waffen desselben Types wechseln. Jede Waffe verfügt über eine einzige Statistik und Upgrades, die für ein individuelles Kampfgefühl sorgen. Okay. Ja, für die Jagd im Schnee. Tiere, die keine Raubtiere sind, erschrecken sich weniger leicht, was sie zu einer leichteren Beute macht. Okay. Alpha-Raubtier. Mit den Klauen besiegte Feinde. Jeglicher Schaden durch Raubtiere wird gesenkt. Nett. Nachtschatten. Pauschal sorgt für Wärme. Gewährt die Chance, eine exotische Tierressource von einem gewöhnlichen Tier zu beuten, ja.
Unsterblicher Wächter. Die Metallrüstung mit einem Bärenfall, Kapuze, Tracht der Elite-Wächter. Die Tesch. Reduziert Schaden durch griechisches Feuer. Okay. Bastion der Hoffnung. Zusammenstellung aus gewebten Kettenhemd, dicken blauen Shirt und exotische Pelzkapuze. Das Abfallen von Feinden reduziert ab und an nicht die Menge an verfügbarer Munition. Das klingt schon mal richtig gut. Antike Vorhut, gewebtes Kettenhemd, Strecke und wieder solider Schutz für jedes Abenteuer. Reduziert die Verzögerung, bevor sich die Gesundheit nach Schäden wieder regeneriert. Klingt auch sehr gut. Komplette schwarze Kleidung mit Taktikweste und passender Kapuze. Das Abfallen von Kugeln, Patronen reduziert ab und an nicht die Menge verfügbarer Munition. Auch gut. Für Erkundung als auch Kämpfe erhöht die Tragekapazität für jegliche Spezialmunition. Lederjacke hat keinen Vorteil, Expeditionsjacken auch nicht. Dann schwenke ich gerade echt zwischen antike Vorhut. Aha. Und Schattenläufer. War das? Jegliche Spezialmunition. Ich nehme das. Ich habe jetzt einfach das genommen, was vom Aussehen am besten ist. Gut, Inventar. Stellen Sie Munition, neue Ausrüstung aus Ressourcen aus der Umgebung her. Fähigkeiten. Kämpfer, Jäger, Überlebender. Der Leitung ihrer feindliche Beschuss und Nahkampfangriff. Perfekt mit der Herz aus Steinfähigkeit. Wir leiden erheblich weniger Schaden durch Explosion und Feuer. Ausweichen Feind und Rüstung durch Zeit. Was ist. Aha. Sind da Killer, Feinde, die lautlos erledigt werden. Matig ausgeplündert. Das klingt gut. Eine Feinde, ja. Ja. Das Menge, die sie an feindlichen Feinden finden. Irische Instinkte. Ja, das. Unbedingt. Eine Herstellung ist jetzt auch noch nicht wichtig. Listenreiche Kämpfer. Brandbomben. Landen Sie aus beträchtlicher Höhe sicher und ohne Schaden zu erleiden. Rollen Sie sich bei der Landung mit ab. Dann erhalten Sie Bonus-EP durch Überlebensverstecke. Dokumente, Relikte und Herausforderungen. Okay. Auge fürs Teil finden Sie mit Überlebensinstinkten leichte Herausforderungen. Wisst ihr was? Eigentlich ist. Mal gucken. Plünderer. Plünderer gefällt mir am besten. Ist das dann alles automatisch passiert? Fällt mir ganz gut. So, Waffen hatten wir ja gerade. Da haben wir ja schon verbessert, soweit wie es geht. Okay. Echos der Vergangenheit. Erkunden Sie den Wald nach Hinweisen auf die verlorene Stadt. Blutsbande freigeschaltet. Der Inhalt von herunterfallenden Blutsbanden wurde freigeschaltet und können jetzt über das Hauptmenü geöffnet werden. Sehr schön. Aber ehe wir den Wald erkunden, bin ich mal ganz kurz. Also ich muss mal ganz kurz wohin. Ich bin sofort wieder da. So. Ach ja. So, fortsetzen. Ich glaube, beim ersten Spieldurchgang hatte ich auch dieses Outfit an, wenn ich mich nicht irre. Lagern, Waffen verbessern, Pfeile herstellen. Benutzen, ne? Kannst du ihn hier benutzen? Jawohl.
Du willst mir jetzt nicht erzählen, dass das Vieh mich gesehen hat. Diese Ruinen hier, mongolisch. Ah, hier. Was sagen? Ist doch, hier war doch irgendwo was. Stimmt. Hunterort entdeckt. Ich habe aus dem Blutbad im Grab des Propheten gelernt, was ich konnte. Meine Brüder wurden alle irgendwann in den letzten Tagen getötet. Die Anhänger des falschen Propheten starben hier zu Hunderten, waren aber schließlich siegreich. Ich habe das Grab so gut es ging versiegelt und den Männern im nahen Dorf gesagt, dass der Prophet endlich tot sei. Ich drohte ihnen etwas und sagte, dass dieser Ort geheim bleiben müsse. Ich weiß nicht, ob der Prophet überlebt hat, aber ich folge ihren Spuren. Niemand entkommt dem Trinity-Orden. Okay. Das war wohl der Dude hier, der das geschrieben hat. Er gibt's hier drin nicht. Ah, guck mal. Erz. Da auch nochmal. Sehr schön. Da ist ein Vogelnest. Federn. Oh, nee. Herr Vogel. Vogelnest, oder? Mal das hier aufmachen. Hallo. Eine Krone. Von einem der Prinzen von Kiew. Wie ist sie bloß hierher gelangt? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, dann eben nicht. Kann ich mich hier festhalten? Jo. Okay. Komm ich da halt nicht ran, von mir aus. Das wollte ich nicht. Was? Trinity. Sie sind hier. Zentrale, hört ihr mich? Oh, Scheiße. Schnee, von unserem Bewegung behindert einige Aktionen. Erkundungsteam, hier Overwatch, bitte kommen. Erkundungsteam, bitte kommen. Wir hatten Störungen bei der letzten. Ein Bärchen! Ein Bärchen! Berli ist not amused, uns zu sehen.